Guten Morgen zusammen. Neuer Glitzer im Bottich. Ja, ich bin vor gut 2 Stunden aufgewacht. Ich habe ein bisschen meine Stimme aufgewärmt. Ich höre mich noch ein bisschen nasal an, weil ich heute noch gar nicht so viel geredet habe. Bis ein bisschen auf das Aufwärmen. Und ich schneide gerade meinen Glitzember-Vlog. Ja, das wird eher so ein Talk-Video, aber das ist ja dann bis zu der Zeit schon online. Also dann wird es euch am Ende des Videos oder unten in der Infobox verlinkt. Ich werde versuchen, alle Glitzember-Vlogs so in der Reihenfolge aufzulisten. Immer in meiner Infobox, das hier zu Glitzember Day 1, 2, 3, darüber. Ja, kommen könnt. Und ja, es ist jetzt mittlerweile. Wie viel Uhr ist es denn jetzt? Gucken wir mal gemeinsam. Sorry. Ich muss mich dran, es tut mir so leid, gell? Manchmal bin ich immer nur so am Film. So, ich muss mich dran gewöhnen. Es ist 5 vor 11. Oh, ich sehe einfach nur fertig aus. Aber das ändern wir bald. Ich habe jetzt, wie gesagt, das Video fertig geschnitten. Das heißt, ich habe 2 Vlogs fertig geschnitten. Dann werde ich heute Nacht, je nachdem, wann ich nach Hause komme, ich weiß nicht, wann ich nach Hause komme, aber heute kommen Produzenten aus England und mit denen werde ich arbeiten in meinen Songs. Und wenn wir das jetzt wirklich schaffen, jeden Tag einen Song fertigzustellen, dann hätte ich sozusagen innerhalb von 7 Tagen meine Songs durch, müssten halt dann vielleicht noch ein paar Adlibs und so ganzen Sachen da so machen. Aber ja, dann können wir weiterhin vielleicht noch 2, 3 so Songs schreiben. We will see, wie wir das machen, aber ich bin mega happy über das Tempo, das hier durchgezogen wird. Alle sind voll so motiviert und das finde ich so geil, wenn alle so am selben Strang ziehen und jeder sagt so, hey, wir müssen das machen und das und man gemeinsam einfach so wirklich Gas gibt. Ja, und jetzt gehe ich noch eine Runde trainieren. In diesem Hotel gibt es ein Fitnesscenter. Ich war gestern kurz dort. Das waren einfach nur 3 Cardio-Geräte. Und es ist direkt am Eingang. Das heißt, wenn ich... Das ist so komisch, echt blöd gemacht, also ganz ehrlich. Aber egal, ich will einfach nur joggen, gell? Ich will rennen. Dadurch, dass man halt den ganzen Tag steht in der Box oder wenn man den ganzen Tag halt schneidet, so wie ich, dann auf dem Bett schneiden, Videos, Tonstudio, so sieht gerade mein Alltag aus. Muss ich irgendwie, ich muss irgendwie rennen, deswegen werde ich jetzt gleich einfach joggen und so werde ich richtig fit, gell, und da freue ich mich. Das ist das Video, von dem ich jetzt erzähle. Ja, das ist ein Talk-Video über Themen, die euch, glaube ich, sicherlich interessieren, Ladies. Und Jungs auch. Ich rede zwar immer mit Ladies, aber bin mir sicher, das sind auch Themen für die Männer. Also dann. Wollt ihr mal meine Aussicht sehen? Wollt ihr mal meine Aussicht sehen? Büro. Hello Hannover. Wieso du sein so grau? Ja, auf jeden Fall. Ich mache mich mal ready. Und hier bin ich. Wie sehe ich denn bitte aus? Fertig bis zum Abwinken. But that will be changed soon. Augenringe des Todes. Ich bin durch mit dem Sport und es hat so gut getan. Ich bin zwar total verschwitzt und wie eine Tomate, aber ja, es hat gut getan. Ich bin gerade zu fertig. Jetzt erstmal duschen und dann ready machen und dann werde ich abgeholt von Taifina. Jetzt ins Tonstudio die anderen Songs aufnehmen. Also ich freue mich voll. Es ist ein richtig schöner Tag. So sollte ein Tag sein bei mir. Ich bin jetzt fertig geschminkt, wieder ganz anderer Mensch als vorhin, ey. Was Make-up alles so ausmacht, gell? Das ist schon verrückt. Ich habe einfach nur bronzy-mäßig bisschen mein Gesicht aufgewärmt. Ich habe oben Wimpern drauf und unten habe ich keine Wimperntusche. Ich fand, das sieht eigentlich ganz frisch aus. Und ja, Tafina kommt gleich, dann gehen wir lunchen. With everyone, you know. Und ja. Dann geht's los mit den Aufnahmen. Ja, vielleicht kommen mich ja, gell, meine Geschwister besuchen. Wo wir sie schön wär's. Dann hätte ich auch noch eine kleine Stütze so von Geschwistern. Und dann dürfen die mich mal beim Arbeiten beobachten. Tja, ich freue mich schon aufs Wochenende. Das wird richtig geil, weil ich gehe da auf eine Party. Ich bin gerade jetzt, wie ihr hören könnt, im Tonstudio und wir spielen ein bisschen rum. Und jetzt wird aber erstmal aufgenommen. Und jetzt gehe ich gleich in die Box. How's everyone doing? Are you okay? We are ready. And now let's go, würde ich mal sagen. Ich nehme euch mal mit in die Box. Ja. So. Ja. Ja. Ja.
this is the Thai peanut button, so you can touch this. This is Thai peanut. So, jetzt gehen wir mal rein. Yes, yes. So sieht's hier aus. Aber diese provisorische Deckenwand bringt was auf jeden Fall, weil der Sound dann wegen dem Mikro ein bisschen besser wird für meine Stimme. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich euch wieder ablegen soll, weil das hier immer im Weg ist. Aber ich lege euch mal jetzt kurz dahin. Ja, guck mal, hier so sieht's aus, gell, wenn ich rausgucke. So schaut's aus. Und jetzt. Ich hoffe, es hält. Wenn nicht, wär's blöd. Baue ich hier meinen Kopfhörer. Huch. Ah, you hear me? You hear me? Hello? Oh. Oh, okay. Hello. Hello. I was talking to my camera. As usual. Give a second. Mine. Oh. So wild. Yeah. Timing is. Yep. Is my timing right? I feel like I'm. I was off. Was it right? Nah. No, but I want to do it right. Es gibt wieder eine Pause. Und sie machen gerade eine Fotosession. You all popping me, you kidding? Um dasselbe Bild zu machen, was ich gestern gepostet habe. Coffee, tea, hot chocolate, food. Essen oder was zu trinken holen. Do you want to pop out for a bit? No, I'm cool. No, it's maybe hot chocolate is good. Yeah? If it's possible, if it's just like a carpaccio or something, it's like a little bit, like a little bit. Ja, Hunger. Und ich guck mal, das Licht hier aus. Ich bin müde. Goat's juice. You get like a McDonald's starter. Like Big Macs and stuff. You don't like the German language? Yeah. You don't like it? Yeah. It's my best German. I can tell. I love it. It sounds great. We'll have you writing in German next week. Wollt ihr mal sehen, wie es hier aussieht? Das sieht total schön aus. Hier ist am Samstag hier eine Christmas Party. Ist richtig schön, wird hier alles schön umdekoriert. Bin gespannt. Jetzt gehen wir zu Funky Kitchen. Looks so nice in here. I like the style and decoration and everything. Dieser Baum wird sicherlich auch noch schön dekoriert. Also schönes Arbeitsumfeld hier. Huch. Mal sehen. So should we change table? Also wir sitzen gerade in der Funky Kitchen und das ist so ein Restaurant im Peppermint Park, im Peppermint Pavillon. Das ist so ein geiles Restaurant, also das Essen ist der Hammer. Also wenn ihr in Hannover seid, dann unbedingt mal hier vorbeischauen. Ihr werdet mich hier immer Essen finden. Und jetzt haben wir zur Vorspeise hier Brot bekommen und mit so einem selbstgemachten Dip. It tastes so good. Und ja, so sieht's hier aus. Total nice. Jetzt erstmal essen. Ich habe Carpaccio bestellt, also ganz simpel für abends. Das ist ganz geil, finde ich. Balsamico-Essig fehlt mir noch, aber ich esse jetzt Carpaccio. Entschuldigung, könnt ihr noch ein bisschen Balsamico-Essig haben? Ne? Dankeschön. Ja, Carpaccio ganz einfach zu Abend essen. Und jetzt wird's gegessen. Hallo, ich bin wieder im Hotel, wie man unschwer erkennen kann. Und es ist Zeit zum Schlafen. Es ist so freaking spät. Ihr glaubt es nicht. Ich bin so froh, endlich schlafen gehen zu können. Oh, es ist so ein langer Tag gewesen, aber ich freue mich voll. Und ja, es ist halt krass so. Ich dokumentiere halt echt alles so. Ich kann euch zwar, wie gesagt, keine Songs zeigen, aber es ist echt ein Prozess, so jeden Tag einen Song. Und am Freitag gehen wir nochmal über alle Songs und
Das ist einfach so krass. Auf jeden Fall, ich bin mega müde. Ich kann kaum mehr meine Augen aufhalten und wünsche euch deswegen eine gute Nacht und wir sehen uns dann morgen in aller Frische wieder. Und lasst mich mal eure Videovorschläge für Glitzember-Vlogs sehen. Also ich will halt nicht nur Follow Me Rounds machen, ich will auch andere Themen, Tags oder was auch immer. Lasst mich mal wissen, weil ich bin ja jetzt hier im Hotel für die nächsten Tage und denkt bitte dran, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Videowunsch habt, dass ich den auch wirklich hier im Hotel drehen könnte und jetzt nichts Krasses, wo ich einfach echt noch mein ganzes Equipment brauchen müsste oder dafür brauche einfach. Deswegen ja. Lasst mich mal wissen, meine Schönen. Dann kann ich auf eure Videowünsche eingehen. Aber ja, ich wünsche euch eine gute Nacht und bis morgen wieder für einen schönen Dezember-Vlog. Und ich weiß, wisst ihr, was das Einzige, was ich so scheiße finde, ist, dass es noch nicht schneit. Schön wäre es, wenn es draußen schneien würde. Dann wäre es noch gemütlicher im Studio, aber gut. Deswegen gute Nacht und ich hab euch lieb. Sing along. Bis spät.